Leute, herzlich willkommen auf Fettsack probiert. Schön, dass dein dicker Arsch wieder auf diesem wunderbaren Kanal eingeschaltet. Es ist Dienstag, 18 Uhr und das heißt, heute verwöhne ich dich. Problem ist, hast du vielleicht, ich will jetzt kein schmieriger Schnorrer sein, aber hast du vielleicht einen Euro, Mann? Weil ich brauche 5 Euro, ich glaube 5,70 Euro. Weil ich möchte heute mit euch zusammen zwei neue Burger auschecken. Und zwar einer, man sagt, der neue billigste Burger Hamburgs. Ist das ein geiler Titel? Naja, wenn es schmeckt, auf jeden Fall. Es gibt einen Burgerladen, der wirklich einen Burger für 5,70 Euro, glaube ich, anbietet. Also wir reden von einem Smashburger. Und in der Regel, in Hamburg zumindest, kosten Smashburger mindestens, würde ich sagen, 8, 9, wenn nicht 10 Euro. Ich habe auch schon Burger für 13, 14 und teilweise für 17 Euro gesehen. Also wirklich, Inflation, das ist nicht mehr normal, teilweise einiges ausnutzen. Klar, jeder hat seine Betriebskosten, die hochgehen. Wir können auch später noch mehr darüber reden, aber teilweise ist das eine Frechheit. Als diesen Burger, ich weiß noch, für 17 Euro gesehen habe, dachte ich mir, Digga, kriege ich dazu noch irgendwie einen Zungenkuss oder so? 17, egal. Heute allerdings gehen wir billig shoppen. Es wird ein 5 Euro irgendwas Burger. Ich hoffe, der wird schmecken. Gleichzeitig allerdings, Leute, habe ich für euch noch was komplett anderes. Und zwar dachte ich mir, komm, ich will in die Videos schon ordentlich was reinhauen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, Mari, probiere ich gerade die Videos auch so zu gestalten, dass ihr auch selber richtig Bock habt darauf. Und zwar, es gibt jetzt gerade einen Peanut Butter Burger bei John Peppo. Das ist auch ein Burgerladen in Hamburg, der auch noch nicht so lange geöffnet hat. Ich war noch nicht auf Fettsack probiert da. Auf Murat Ivanyo war ich schon da. Und die haben jetzt einen neuen Burger. Der heißt John Spezial. Und dieser John Spezial wird einfach mit Peanut Butter gemacht. Also die hauen auf den Burger Erdnussbutter. Hört sich vielleicht komisch an. Ich sag euch aber. Nee, ich sag euch gar nichts. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich liebe einfach nur Erdnussbutter und hoffe, dass es lecker schmecken wird. Den checken wir jetzt aus. Danach fahren wir zum billigsten Burger. Also ich glaube, ich habe auch nicht was für euch in der Tasche heute. Ein Like wäre Zucker, Leute. Ein Abo natürlich auch. Und ich würde sagen, auf geht's. Hallo, ich wurde damit beauftragt, erstmal Licht anzumachen und euch zu zeigen, die Route, die dieser Fettsack jetzt nehmen muss für euch. Die zwei Burgerläden könnten nicht unterschiedlicher sein. Also in dem Sinne geschmacklich vielleicht, werden wir rausfinden. Aber auch von der Route her. Schaut sich an. John Peppo ist theoretisch gesehen hier unten. Das ist Bergedorf. Hier ist Hamburg. Hier ist Bergedorf. Bergedorf gehört, glaube ich, nicht mehr zu Hamburg, also hier ganz unten. Wenn wir zum anderen Burgerladen wollen, müssen wir fahren. Und ganz da oben ist der andere Burgerladen. Und es sind einfach 49 Minuten und 30 Kilometer zum anderen Burgerladen. Digga, was ist das für eine Aufgabe? Naja, die musst ja nicht ich bewältigen, sondern der Ivanio, der gerade Auto fährt. Viel Spaß, Fetzer. Was erwartet euch jetzt zuerst? Es hier ist ein Peanut Butter Burger. Ich bin jetzt schon in Bergedorf. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es noch zu Hamburg gehört, aber sagen wir so, ich bin gerade 25 Minuten gefahren. Mit Stauner auf lecker. Jetzt probiere ich hier gerade rauszufahren für euch. Wir schaffen sogar erfolgreich, weil der Burgerladen ist schon da vorne. Ich finde, der Burgerladen hat auf jeden Fall Potenzial. Ich war letztes Mal da. Man muss halt sagen, der Burgerladen hat auch diese geile Käsesoße, die man von Goldies vielleicht noch kennt und so, wo ihr den Burger so reindippt und so. Übel geil. Also der Burger an sich, Smashburger, die haben auch nicht so viel Auswahl, was ich sehr schön finde an dem Laden. Das heißt, spezialisieren sich da auf diese einzelnen Burger. Der Burger, den wir jetzt essen, ist eine Neuheit quasi. Ich hoffe, den gibt es noch. Ich habe vor einer Woche von dem auf Instagram was dazu gesehen. Ich hoffe, das war nicht so ein Wochending, weil das wäre echt schade. Weil ich habe jetzt so groß angekündigt den Burger und ich habe auch wirklich Bock auf den Burger. Weil ich bin halt gespannt, ob dieses Leischige mit Erdnussbutter funktioniert. Ich liebe halt Erdnussbutter. Und ich glaube, das Geile wird halt sein, dass die Erdnussbutter auf diesem Burger schmilzen wird, weil der Burger heiß sein wird und die Erdnussbutter dementsprechend auch so zerfließen wird. Hoffe ich zumindest. Ach, ich hoffe, es wird einfach lecker. Wird wahrscheinlich ein bisschen ein Schweinestall, weil alles kleckern wird. Aber das wird es mir hoffentlich wert sein. Bevor ihr aber zu John Peppo geht, ne, wie wäre es mit einem kleinen Heißmacher? Oh Gott, da habe ich euch gerade angezwinkert. Das war ja richtig unangenehm. Ja, das Ding ist, John Peppo, ich blende es genau hier links jetzt ein, hat ein Video, wo sie zeigen, wie sie den John Peppo machen, beziehungsweise den John Special, wo sie 65 Gramm Buletten nehmen. Ne, die werden jetzt raufgehauen, sehe ich gerade. Ne, natürlich gepfeffert, gewürzt. Machen die Brot ready, dann machen sie Käse drauf. Also es ist halt quasi eigentlich ein normaler Burger irgendwo, weil die arbeiten sogar mit Burgersoße. Aber die machen die Peanut Butter auf dem Burger, während der Burger grillt. Und da kamen da sehr Zwiebeln drauf. Da kriegt man doch Hunger, Alter. Boah, ich habe so Bock auf diesen Burger gleich. Viel Spaß damit. Oh, da habt ihr es gehört. Meine Süße habe ich jetzt ausgemacht. Jetzt müssen wir zum Ausgang. Ah, da steht schon willkommen. Ich werde herzlich willkommen. Seht ihr davon? Steht wirklich einmal willkommen, weil da unten ist jetzt gleich der Burgerladen. Hier gibt es einfach ein Edeka, wo es eine Ruhestunde quasi gibt von 8 bis 9 Uhr morgens, wo man einfach die Lichter gedämmt werden und alles Mögliche, dass man entspannter einkaufen kann. Wie geil ist das denn? Also aber nur von 8 bis 9. Wer ist um 8 Uhr morgens wach? Also ich, ne? In der Schulzeit. Ich bin jetzt beim Laden, Leute. Ihr seht, hier steht John Peppo. Ich muss sagen, was wie geil ist, Leute. Es gibt den Special Burger. Da Johns Spezial gibt es jetzt für 10,90 €. Könnt ihr den Erdnussbutter, Marmelade, Kamasite, Zwiebeln. Ich habe Angst, dass der Burger auch ein bisschen zu süß wird. Geil, dass ihr jetzt auch hier so ein Pedo bestellen kann. Seit ich letztes Mal hier war, haben wir echt einiges geupgradet. Finde ich eigentlich ganz cool. Also gute Änderungen. Ein, zwei neue Burger, gleichzeitiges Pedal. Das ist richtig schlaues Marketing, Leute. Wenn ihr die Bewertung kriegt, ihr einfach einen Crepe kostenlos. Also ich war so schlau, Leute, und habe bewertet, weil jetzt kriege ich meinen Crepe hier. Was mir gerade spontan eingefallen ist, Leute, den Burger hier bestellt haben, den John Special, ist kein Smashburger. Das finde
finde ich eigentlich mal ganz interessant. Ey, super, super nice. Das Ding ist, ich finde es immer voll interessant, bei dem Laden zu sein, weil der Laden, ich sehe gerade wieder von Grund auf so entsteht. Und bin gespannt, wohin geht. Ich meine, die haben jetzt erhöht von 5 Burgern auf 10 Burger. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil es dann zu viele Burger sind. Und der eine vielleicht schlechter als der ist. Aber ganz ehrlich, wenn du 10 Burger hast, hast du auch mehr Auswahl. Ich bin mal gespannt, ob die noch irgendwie sich verbreiten, ob der Laden größer wird. Wir waren aber gefühlt bei der Geburt dann dabei. Allerdings muss ich sagen, habe ich am Ende noch den Besitzer gesehen. Oder einen Besitzer. Und die waren super lieb. Also die sind halt echt super, super lieb und super, super korrekt. Ich muss auch sagen, die geben mir immer extra was dazu und dann fühlen die immer schlecht. Bei YouTuber-Bonus hier mit, ich krieg einen Crepe umsonst, aber ihr kriegt auch einen Crepe umsonst, wenn ihr umsonst macht. Weil das heißt, ich habe jetzt nicht nur den John Special für euch Leute, den wir jetzt testen werden, also den Erdnussburger, sondern ich habe für euch auch noch einfach einen Crepe. Ein Maxi King Crepe. Komplett frisch gemacht vor meiner Nase. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Oh, Alter, ein Erdnussbutter leckerer Burger. Er hat zu mir gesagt, es gibt ja bei Erdnussbutter immer so zwei Sachen. Es gibt ja Crunchy und es gibt ja ohne Crunch, also ohne diese kleinen Erdnussstückchen. Es gibt keine Erdnussstückchen, hat er gesagt. Am Anfang habe ich es probiert mit denen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag zwar einen Crunch, weil ein Crunch in einem Burger oder einem Essen oder wie auch immer, ist ja wieder so eine extra Komponente, die deinen dicken Arsch und meinen dicken Arsch und sowas extra gibt. Haben die allerdings jetzt weggemacht. Finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, oder weißt du was, ich teste jetzt einmal, dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie das Erdnussbutter verhalten ist, aber wie die Ausgangslage dieses Erdnussburgers ist. Der Burger sieht so aus. Es sieht wirklich schon sehr appetitlich aus, sehr fett. Du hast zwei, ich würde sogar echt sagen, mehr gesmashte Patties, also sind doch eher ein Smashburger. Was ich schade finde, aber ich bin derzeit so ein bisschen auf dem Trip und ey, immer smash. Ich bin vom Smash schon ein bisschen genervt so. Ich mach's mal auf für euch. Ui, den Anblick muss ich auf Kamera haben. Hilfe. Also hier riecht man die Erdnussbutter. Ja, man riecht's auf jeden Fall, die Erdnussbutter. Die ist ja wirklich völlig eingesaugt in diesen Burger. Gleichzeitig entdecke ich, seht ihr diese leichten roten Spuren? Das ist kein Blut, das ist Liebe. Nein, das ist Erdbeermarmelade. Und das finde ich auch sehr interessant. Also beziehungsweise, ob die geil kommt. Weil es ist ja dieses Peanut Butter Jelly. Darauf geht's. Ich kenne die aus dem ganzen amerikanischen Film, wenn sie so einen Toast essen und dann Peanut Butter Jelly. Übel geil, ne? Mal gucken, ob es auf einem fleischigen Burger funktioniert. Gewicht hat er auf jeden Fall. Okay, wow. Okay, krass. Also ich dachte, wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, dass da so eine fette Erdnussschicht gerade drauf ist, aber es hat wirklich in den Burger integriert gefühlt. Okay, es hat wirklich eine gute Schicht an Erdnussbutter. Es knallt hier so direkt in die Fresse. Ich bin sehr krass Erdnussfreak. Also ich bin leider so einer, der entweder übertreibt oder untertreibt, was Essen angeht. Und dann merke ich halt so richtig, wie der Erdnussbuttergeschmack leider im Nachgang nachlässt. Was ich wirklich schade finde, weil ich finde, ich liebe Erdnussbutter. Ich kann meinen ganzen Mund mit Erdnussbutter voll machen. Boah, dazu karamellisierte Zwiebeln. Ich finde es geil. Ich finde es wirklich lecker. Sieht man nicht so gut leider, aber da ist noch Käse drauf. Ich würde sogar vielleicht. Nee, an sich ist es sehr lecker. Es hört sich jetzt weird an, weil eigentlich war eher die Frage, funktioniert es? Ich sage ja, es funktioniert. Ich hätte aber sogar mehr gemacht. Ich hätte mehr Erdnussbutter. Marmelade ist perfekt. Es ist perfekt Marmelade drauf. Aber ich hätte wirklich mehr Erdnussbutter gemacht. Vielleicht bin ich auch einfach nur fett. Oh. Ein Mitarbeiter meiner zum Beispiel, er feiert den nicht so, er feiert dafür einen anderen Burger mehr. Aber ich feiere voll. Kriegt eine Empfehlung sogar. Aber ist ehrlich, der ist lecker. Der ist wirklich sehr lecker. Ich glaube, schwer eine Bewertung abzugeben, aber der macht so Bock gerade. Ich finde ihn so lecker gerade. Ne? Also ich gebe eine 8,2. Ich glaube, 8,2 ist fair, weil ich wollte gerade mehr geben, aber man muss auch ganz rational mal sehen, ohne Hunger, super leckeres Ding. Aber auch sehr subjektiv. Ne? Kann auch sein, dass es gar nicht schmeckt. Sehr geiles Ding. Also wirklich richtig geiler Start ins Video. Wow. Digga, jetzt noch der billigste. Mal gucken, ob er im Vergleich zu dem schmecken wird. Oh, allerdings, wir sind ja nicht nur gerade mit einem süßen Burger bestückt worden, sondern wir haben ja auch diesen Crepe. Ach, wisst ihr was? Dann hau ich auch noch ins Video. Die bieten jetzt sogar Crepes an. Das finde ich echt lustig. Und das ist okay, krass. Ich hätte gedacht, das ist ein kleinerer Crepe. Aber nee, du zahlst ja auch. Also du kriegst nur umsonst, wenn du die bewertest. Von der Regel kostet ein Tellercrepe zwischen 3,50. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber auf diesem Rummel, auf dem Hamburger Dom oder Jahrmarkt nennt man es ja auch, ist das immer so extrem kleine Scheiße. Da zahlst du so für kleine Crepes für 5 Euro. Von daher hast du hier schon einen ziemlich großen Crepe für den Preis, sage ich mal. Für den Geschmack, der Teig, der hat einen Teig da auch schon vorbereitet. Also es war schon frisch gemacht so. Ist jetzt nicht irgendwie so ein Tiefkühl. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie so fertig Pancakes gemacht hat. Das war wirklich frische Ware. Boah, Maxi King. Boah, Junge, geil. Also wirklich super lecker. Beim Krebs ist ja mal geil, dieses super dünne Teig und die Füllung kommt extrem raus. Ich liebe ja Pfannkuchen eher. Trotzdem voll geiles Ding. Und es war gratis. Ich bin gespannt, wo John Pepper hingeht. Mal gucken, Leute. Wir werden ab und zu mal wieder den Laden, glaube ich, auschecken, immer so Qualitätschecks machen. Aber der ist aber lecker. Also wirklich, der Burger hat mich echt umgehauen. Und der Crepe hat auch richtig Bock gemacht. Bin gespannt, ob der nächste Burgerladen, wie der drauf sein wird. 54 Minuten. Hilfe. Alter, schön. Das ist wirklich geisteskrank. Ich muss aber sagen, ich finde es nervig, also die Autofahrt jetzt. Aber der Laden ist auch wirklich komplett auf der anderen Seite. Ich bin zum Beispiel gerade in Bergedorf. Das sage ich wahrscheinlich gar nicht. Aber der Laden ist in Eidelstedt. Das ist halt wirklich. Aber gut, was soll man machen? Ist halt fast die, als ob du von Hamburg nach Bremen fährst. Ohne Scheiß. Ich fahre jetzt fast eine Stunde und ich bräuchte von Hamburg nach Bremen ungefähr eine Stunde 30. Das ist geisteskrank. Ich sage immer, ich liebe Hamburg, weil Hamburg eigentlich nicht so riesig ist. Aber das sind dann wirklich auch die größten Strecken, die du gefühlt nehmen kannst. Aber gut, fürs Video opfer ich mir natürlich für euch. Weil ich auch wissen will. Billigster Burger, komm schon. Warum ist dieser Burger erstmal so billig? Vielleicht kriege ich da irgendjemanden ran und kann sagen, ey, Brudi,
benutzt ihr so ein bisschen Pferdefleisch? Nein, man kann ja mal fragen, warum ist es so billig? Das wäre wirklich mal interessant. Und gleichzeitig einmal zu wissen, schmeckt das Ding? Also guck mal, wir Deutschen, wir lieben das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe mir letztens einen Podcast angeguckt von einem Amerikaner. Der meinte auch, wir Deutschen, wir sind gefühlt das einzige Land der Welt, das irgendwie mit Preis-Leistungs-Verhältnis immer ankommt. Und ja, das ist halt wirklich leider so. Es ist halt auch in meinem Kopf extrem so. Auch wenn ich es ab und zu probiere auszustellen bei einigen Videos. Weil manchmal ist es halt einfach brutal arschteuer. Aber für Videos machst du es dann halt. Privat bin ich ja schon sehr, sehr zurückhaltend. Und jede Ausgabe tut gefühlt weh. Und ich fahre jetzt nach links. Oh mein Gott, ich fahre sogar noch falsch. Ja, perfekt, Digga. Ich mal gucken. Ich bin gespannt, was ich werde sogar den probieren zu bewerten. Also zu sagen, meine Meinung. Also was ich geben würde auf einem Ranking, sag ich mal. Weil vielleicht ist er jetzt wirklich krass, wo man sagt, ey, 5 Euro, der ist eine 7, irgendwas. Ey, warum nicht? So, dann bin ich gespannt. Wenn er jetzt wirklich scheiße ist und irgendwie die. Man muss halt sagen, warum ist der so billig? Das wird, glaube ich, mal eine interessante Frage. Na gut, werden wir gleich alles herausfinden. Ich fahre jetzt erstmal 10 Stunden für euch. Für euch ist nur ein Schnitt. Für mich ist eine Sonnenblendung, die hier gerade reinkommt. Und manchmal mal so. Bin da, ey. Boah, ist so eine lange Scheißfahrt gewesen. Also ich liebe ja Hamburg über alles. Das wisst ihr. Das ist eine absolute Lieblingsstadt der Welt. Aber es ist unglaublich, wie beschissen der Verkehr um die Uhrzeit. Es ist gerade 16:45 Uhr, falls ihr interessiert. Das war so eine Kackfahrt. Überall Baustelle erstmal, ne? Richtig kacke gewesen. Und dann überall Stau. Naja, ich freue mich jetzt da zu sein. Mal gucken, wo die 5 Euro lauern. So, ich habe jetzt, bin jetzt ausgestiegen, Leute, weil ich habe sogar Bargeld dabei, weil ich sage... Dieser Laden... Nee, Leute. Nee, der macht keine Kartenzahlung. Wenn der Kartenzahlung macht, bei 5 Euro... Ja, das geht nicht. Der zahlt keine Steuern. Ich sage, das wird nicht passieren. Wenn doch, mache ich eine Liegestütz für euch. Ja, ich wäre für einen Liegestütz bereit. Aber vielleicht überrascht er mich ja. Viele von euch auch natürlich, die gerne wissen wollen, wo die Food-Hotspots sind. In der Beschreibung ist natürlich immer die Adresse verlinkt. Aber auch hier, eine steht da Centers wahrscheinlich drin. Und das ist der Laden, Leute. Smash Burger steht einfach nur drauf, aber bei Flame seht ihr ihn an der Ecke. Die hatten wirklich Kartenzahlung. Könnt ihr genau hier sehen. Ich habe es kurz aufgenommen, wie der Kunde vor mir mit Karte gezahlt. Ja, Finanzamt, bitte zurückhalten. Ich muss einen Liegestütz machen. Ich muss echt sagen, ich habe länger keinen Liegestütz gemacht. Ich habe meinen Schwanz nicht gesehen, das ist echt unangenehm. Ach, ich bin so riesig, Alter. Dieses Zimmer ist so klein. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter Burger essen. Ihr Schweine, ich habe richtig zugeschlagen. Ich muss sagen, der Laden, der war anders. Der war wirklich anders als die ganzen anderen Smashburger-Burgerläden, an die man derzeit gewöhnt ist. Es war nicht fancy, es war nicht irgendwie so, es war so. Es hat sich wirklich angefühlt wie so vor 10 Jahren irgendwie. Also als ob der Laden so in der Zeit zurückgereist wäre. Vor allem mit der Frau auch an der Kasse, die irgendwie so heimisch gewirkt hat, sage ich mal. Ne? Und sie hat auch vor mir zum Beispiel war so ein Pärchen und die konnten nicht, irgendwie seine Karte hat nicht funktioniert. Und die Frau meinte direkt so, ja, dann komm morgen, zahl morgen. So, weißt du, das ist, Digga, mach das mal bei heutzutage bei irgendeinem Burgerladen. Die würden sagen, ja, verpiss dich, gib mir wohl kein Geld, kein Essen, so. Was natürlich verständlich ist, aber die Frau war so kulant und ich weiß nicht, hat mich irgendwie so sehr Oldschool-Vibes der Lage ins Laden gegeben. Muss auch sagen, 5,90 Euro habe ich jetzt gezahlt für einen Hamburger, für einen Cheeseburger 6,90 Euro. Ich habe auch noch Pommes dazu genommen, damit wir mal komplett den ganzen Laden so die Grundsachen einfach mal bewerten können. Die hatten aber auch noch Barbecue-Burger, Chill-Cheeseburger, alles so in die Richtung. Aber ich dachte, wir kommen einmal die klassischen Sachen, weil dann kannst du auch einfach gucken, weil wenn ein Cheeseburger nicht gut ist, dann, also das ist ja die Base quasi, dann weiß ich nicht, ob andere Sachen gut sein werden. Boah, mein Auto riecht wieder, ne? Ich war heute wieder richtig on Tour, ey. Neben dem ganzen Video, was ich gerade für euch drehe, habe ich noch ein paar Tikis und alles Mögliche gedreht. Also ich bin auf jeden Fall echt dabei. Macht aber wieder Spaß. Ich bin euch ganz ehrlich, privat war ich jetzt eine Woche irgendwie gefühlt. Irgendwie nur so richtig viele Kleinigkeiten nervig gemacht. Das gab es jetzt endlich mal wieder ein bisschen chillen, ein bisschen fressen, ein bisschen drehen. Das, was mich erfüllt und glücklich macht. Also kommen wir erstmal zu den Pommes. Hier sind auch viele Pommes. Digga, machen die auch Five Guys. Die haben hier so voll viele Pommes noch reingefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Absicht war oder ihre Absicht, aber ich hoffe, wir haben eine kleine Portion Pommes bekommen. Also die habe ich jetzt selber gemacht. Ich habe ja extra jetzt nichts irgendwie gesagt, weil ich möchte. Also ich finde es nicht schlimm, wenn ich euch hinter den Kulissen Sachen zeigen kann, weil das ist ja cool. Aber irgendwie mag ich auch einfach dieses Feeling. Leute, wir gehen los, wir gehen essen. Ganz normal, ohne YouTuber-Bonus, ohne das und dies und das. Auch wenn ich heute einen Crepe umsonst bekommen habe, aber ihr wisst, was ich meine. Hier seht ihr die Pommes. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht aus nach einer richtig geilen Pommes. Ja, das Aussehen trügt. Die Pommes sind leider sehr frittiert. Also in dem Sinne sind knusprig und sehr fettig, aber die sind einfach nur knusprig. Also sie haben jetzt nicht so dieses geile Feeling von außen knusprig, innen drin fluffig, noch eine geile Note vom Gewürz oder irgendwas. Nee, sind wirklich sehr plumpe Pommes. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Also, ja, okay. Also, kein Windurgang. Habe ich auch schon bessere gegessen im Burgerladen. Muss aber zu sagen, ich habe für die Pommes 3,50 Euro gezahlt. Das sind auch echt nicht wenig Pommes. Ja, trotzdem auch für 3,50 Euro kriegst du es auch. Also man muss echt sagen, du kannst mit Tiefkühl-Pommes auch schon echt viel rausholen. Es gibt wirklich gute Tiefkühl-Pommes, die man einfach nur in die Fritteuse hauen müsste. Und selbst die wären wahrscheinlich besser gewesen, muss ich echt sagen. Also die waren jetzt wirklich nicht so die Welt. Allerdings haben wir einen Hamburger und wir haben einen Cheeseburger. Und Hamburger ist größer, lustigerweise, aber billiger gewesen. Ist auch ein Mysterium, ich zeig's euch nochmal. Ich habe euch schon im Laden zwar gezeigt, damit ihr auch den Beleg nochmal seht. 5,90 Euro für einen Hamburger, aber 6,50 Euro, muss ich korrigieren, für einen Cheeseburger. Also ein Cheeseburger ist 60 Cent teurer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist ein Smashburger, ein gesmashter Burger, der wirklich auch ein sehr großes gesmashtes Patty hat. Also das ist ja wirklich ein riesiges Patty. Also da wurde richtig was runtergedrückt. Oh mein Gott, ist die Tomate fett. Hilfe, ich krieg auch eine fette Tomate dazu, die auf meinem Burger niemals stattfinden wird. Gleichzeitig
allerdings hast du auch noch eine Soße unten. Haben die Soße oben gemacht. Und Soße oben. Es ist aber übrigens ein Brioche-Bun. Also die sind jetzt nicht auf diesem Marty Potato Roll Bun. Habt ihr schon mitbekommen, dass gefühlt jeder Burgerladen das gerade nutzt. Das ist dieses etwas kleinere Bun. Das habe ich euch schon in ein paar Videos gezeigt. Was auch überhaupt nicht schlecht aussieht, aber Brioche-Bun nutzen weniger Leute. Ich sag dir, der Laden hängt 10 Jahre hinterher. Nein, ich finde es ja cool. Ich muss auch sagen, ich finde, das ist so irgendwie so ein cooles Feeling, das sie auch rüberbringen. Die wollen gar nicht fancy sein. Die wollen gar nicht so und so. Aber trotzdem, der Laden hat irgendwie Charme gehabt. Der war auch so, der hat auch so eine größere Fläche gehabt. Also der Laden, das war schon eine große Fläche. Das war jetzt nicht mal so hier zack, sondern es war wirklich eine richtig große Fläche, wo man, wo viel Platz war, sage ich mal. Der war zum Beispiel größer als der John Peppo Laden, wo wir als allererstes heute waren. Aber trotzdem zahlen sie nur 5,90 Euro. Kostet nur der Burger. Ich erkläre es mir, ich erzähle euch mal gleich, was meine Theorie ist, warum er so billig ist. Wir beißen aber erstmal rein. Das finde ich lustig, weil in letzter Zeit, wenn ich Burger sehe, siehst du nie dieses typische Salatblatt. Du siehst immer eigentlich nur dieses ganz klassische, wie in Amerika. In Amerika essen die keinen Salat. Die sind allergisch gegen gesunde Sachen. Nein, aber wirklich, in Amerika, als ich in Amerika war, gab es wirklich viele, wirklich endlos viele Smashburger und endlos viele Burger ohne ein Salatblatt. Es war immer nur Fleisch, Brot, Soße, Käse so. Und hier arbeiten die anscheinend dann noch mit Salat und allem Möglichen. Das Brot ist sehr dick, ne? Also ich schmecke super viel vom Brot, was nicht schlau ist. Sage ich euch ganz ehrlich, einfach mal aus jahrelanger Burger-Esserfahrung. Wenn du einen Burger hast und du hast ein Smashpad, der Smashpad ist dünn. Und du hast einen dicken Burger, dann schmeckst du gefühlt eigentlich nur Brot. Man schmeckt hier leider schon sehr viel Brot leider. Ich merke auch gerade, das ist der Cheeseburger, gar nicht der Hamburger. Ich habe das Cheese erst jetzt bemerkt beim Reinbeißen, dass hier das Käse-Ding rausguckt. Boah, ich weiß nicht, ich finde den echt ein bisschen schwach. Ich finde der Aufbau des Burgers nicht gut. Sehr krass gesmashed Patty, also sehr wirklich bis zum Boden gesmashed. Ne? Hier seht ihr, muss man sagen, das Fleisch ist in Ordnung, aber auch nicht die Welt. Da gibt es einfach besseres Burgerfleisch, was ich schon gegessen habe. Dann, das Burgerbrot ist so riesig, dass du viel zu viel davon schmeckst. Und das Burgerbrot ist auch leider nicht so geil fluffig und geil, sondern auch schon, hätten die auf jeden Fall mehr nochmal irgendwie noch mal antoasten können oder sonst was. Dann der Salat fühlt sich super falsch auf dem Burger an, nicht weil ich fett bin, sondern wirklich, er passt einfach nicht in das fleischige, käsige. Aber vom Fleischigen schmeckt man gar nicht so viel, weil so viel Käse drauf ist. Also ich muss, und dann hast du noch Zwiebeln. Die Soße, die sie darauf getan haben, ist nicht schlecht, die ist echt in Ordnung, aber ist auch keine Welt so. Ich muss sagen, irgendwie erwartet man das so, man sagt, okay, pass auf, du kriegst jetzt einen Burger, der billigste Burger, sagt man quasi so. Ich finde das jetzt gar nicht unbedingt, es kann auch ein billigerer Burger sein, aber trotzdem leckerer sein. Man merkt aber auf jeden Fall, dass jetzt jemand das gemacht hat, der, ich weiß nicht, wer das Konzept gemacht hat des Burgers, aber es wirkt halt einfach super undurchdacht und es wirkt einfach nicht gut. Also es ist einfach nicht so ein geiles Mundgefühl, es ist nicht dieses typische Brotgefühl. Es ist irgendwie leider Thematik Smashburger völlig verfehlt, so muss ich das leider echt mal sagen. Da hätte man, glaube ich, eher einen normalen Burger hätte besser zu diesem Brot gepasst, besser zum Salat gepasst, besser zur Soße gepasst. Schade irgendwie, weil ich gehe ja gerne in solche Läden und einfach zu gucken, okay, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich äußere jetzt meine Kritik, ich möchte nicht diesen Laden haten, schlecht machen oder sonst was. Ich bin immer nur ehrlich, ich gebe meine Kritik ab und ich finde, damit kann man hoffentlich arbeiten, indem man zum Beispiel das Brot einfach verbessert, das Fleisch nochmal verbessert. Dann machst du mal einen Burger 2 Euro teurer und dafür hast du dann auch eine bessere Qualität bzw. ausgereifter das ganze Ding. Aber ganz ehrlich, wenn der Laden läuft, der Laden war voll, wenn es die Leute hier nicht stört, der Typ Geld verdienen kann, mir scheißegal sein. Aber ich als Fettsack und Essensschwein kann einfach nur sagen, meine Meinung. Bin gerade ein bisschen enttäuscht, sag ich euch ganz ehrlich. Dann weiß ich nicht, ob der Hamburger, ja gut, da besser wird, ne? Weil der hat ja nicht mal Käse drauf. Ich denke, das ist die Soße, die sie da drauf machen. Ich finde den Potenzial. Also die hat wirklich Potenzial, die ist sehr lecker. Die haben eine schöne, leckere Soße. Okay, das jetzt sieht man kaum was, weil da hätten sie auch mehr Soße machen müssen auf jeden Fall. Was ich gelernt habe durch das ganze Food-Testen und bla bla bla, man kann halt so viel schummeln. Naja, du könntest halt so viel schummeln, aber auch im schlauen Sinn. Weil der Burger zum Beispiel leidet einfach darunter, dass das Brot nicht wapschig ist oder nicht super, ne, so getoastet und perfekt und so, auch von diesen Grilldinger. Aber es ist einfach nicht so das Wahre vom das obere Patty, das untere, aber das obere, mach halt mehr Soße. Mach halt mehr Soße, schummel ein bisschen. Wird geiler. Was heißt schummeln, aber wieso ich hinaus möchte? Dann hast du vielleicht ein bisschen saftigeren am Start. Dass man aber merkt, das ist halt echt nicht das heftigste Fleisch der Welt so. Es ist einfach ein Ordnung Fleisch, es geht klar und so. Das Problem ist das Burgerniveau. Also Hamburg hat echt scheiß Döner. Also, aber burgermäßig ist Hamburg echt gut. Also Hamburg hat wirklich gute Döner. Hamburg hat wirklich gute Burger. Und da, sorry, auch wenn der billigste ist und alles mögliche, ist ja leider wirklich einer der schwächeren Burger, die ich auf jeden Fall kenne in Hamburg. Es gibt wirklich gute und dann würde ich auf jeden Fall, das finde ich das irgendwie schade, weil du siehst ja, was die anderen machen. Dann probier doch auch so ein bisschen hier und da. Ein Problem ist immer sowas, ich will immer natürlich ehrlich zu euch sein, man möchte aber nicht zu hart sein, man möchte auch niemanden verschrecken. Am Ende des Tages könnt ihr euch natürlich selber eine Meinung bilden, ihr Fettsäcke. Ich kann euch aber nur sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich sage euch ehrlich. Was geben für eine Note bei dem Burger? Also ich bin da ehrlich ein bisschen in der unteren Region. Auch ich bin natürlich ein bisschen hart, dass ich noch gerade den John Pepper gegessen habe, der wirklich um Welten besser war. Oh, der kriegt eine 5-6 von mir. Weil es ist immer noch, sage ich mal, Richtung Durchschnitt. Es ist essbar, es ist alles okay. Und es hat, auch wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, tut es jetzt nicht so extrem weh, weil man halt weniger gezahlt hat. Aber es ist halt wirklich kein krasser Burger. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich glaube, mit der Soße machen die schon mal viel richtig. Jetzt muss nur noch drumherum alles gebaut werden. Auch wenn es jetzt lustig anhört. Wirklich jetzt ohne Scheiß, auch wenn ihr wahrscheinlich das erwartet habt, ich finde es ein bisschen schade gerade. Ich muss mal sagen, was ich immer wieder feiere, Leute, ist, wenn ein Video so gut gelaufen ist. Ich bin zwar ewig gefahren für euch, aber ich habe jetzt mal wieder zwei neue Sachen ausgecheckt, die geil sind. Jetzt habe ich sie wieder auf der Liste. Ich habe sie euch gezeigt, ich konnte sie euch empfehlen oder nicht empfehlen. Und ihr habt auch viel Spaß gehabt, habt auch nicht was gefressen. Lasst ein Like da, ein Abo auf dem Kanal, falls ihr auf dem Kanal nicht da gelassen habt, Leute. Ich hoffe, ihr habt nächsten Dienstag um 18 Uhr Zeit, weil da kommt das nächste Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.